Willkommen nach längerer Zeit mal wieder zu einem Bandlist-Video, denn seit dem 16.07.2015 ist eine neue Bandlist draußen. Diese umfasst 12 Neuerungen und davon sind 6 Stück scheißegal. Wir werden trotzdem uns mal alle anschauen und ein wenig darüber diskutieren. Wenn ihr eigene Meinung dazu habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Ja, kommt ein bisschen zu spät, denn in DevPro wurde das irgendwie nicht so richtig geupdatet mit der Bandlist. Im Hintergrund schon, man konnte so Sachen wie die Chain dann irgendwie nicht mehr spielen, obwohl sie noch nicht offiziell verlaubt war mit so einem Symbol hier. Aber okay, mittlerweile ist es gepatcht worden und jetzt kommt das Video. Demnächst werde ich es pünktlich hochladen, auch wenn es in DevPro noch nicht aktualisiert ist. Aber ich habe jetzt einfach drauf gewartet, was soll's. Wie gesagt, die Band ist sehr klein, deswegen wird das heute nicht sonderlich lang dauern. So, 2 Karten sind verboten worden, die vorher auf 3 waren. Und die erste ist Djinn befreite Rituale. Warum dürfte jedem klar sein, in Necrots konnte man damit den Djinn-Lock ausführen, der wurde so genannt. Und dann konnte halt kein Spieler mehr Spezial beschwören und der Necrots-Spieler hatte quasi gewonnen, wenn der Gegner kein Out gegen den Djinn-Lock hatte. Und das ist mega broken, besonders war Necrots das stärkste Thema überhaupt und hatte dann noch so eine heftige Combo mit einem Djinn. Nee, das ist zu stark und dass sie das verboten haben, ist absolut verständlich. Ich hätte auch damit leben können, wenn es noch erlaubt gewesen wäre, aber es ist einfach mega lame. Ja, und deswegen, gute Idee von den Konami-Entwicklern, die Karte zu verbieten, war auf jeden Fall schlau. Die nächste Karte, Lava Ball Kette. Das finde ich die bedeutendste Neuerung der neuen Bandlist. Denn die Kette war eine sehr wichtige Karte, um Engines ans Laufen zu bringen. Von diversen Deckthemen, von irgendwelchen Combo-Decks, von OTK und FDK-Decks und auch von Clownblade. Und diese Karte ist so bedeutsam, dass sie verboten wurde. Ich denke mal vor allem für die OTK und FDK-Decks, denn man konnte damit viele Loops machen und damit halt ziemlich lame Siege davon tragen mit endlosen Kombos. Das ist damit unterbunden. Allerdings finde ich, dass es ausgereicht hätte, die Karte auf 1 zu setzen, denn dann wären diese Loop-Decks auch unterbunden. Allerdings glaube ich, dass dieser Bann hier eine Präventivmaßnahme gegen Clownblade ist, denn Clownblade ist auch broken. Allerdings, ja, es ist sehr, sehr schade, dass man halt für so eine neue Clownblade-Kombo eine so wichtige Karte aus dem Spiel nimmt, denn sehr viele Themendecks und halt auch Fun-Decks sind ohne die Chain deutlich schlechter und das ist sehr schade. Also die Kette war verdammt wichtig und ich glaube, dass sie sehr wehtun wird, auch für mich, wenn ich meine Decks jetzt baue. Das finde ich sehr schade und ich hätte die Karte auf jeden Fall auf 1 gelassen. Auch wenn sie in Clownblade vielleicht stark ist, aber ich meine, es gibt genug mächtige Decks aktuell. Hätte man da nicht Clownblade irgendwie anders beeinträchtigen können, ich weiß es noch nicht draußen, aber trotzdem. Da hätte man irgendeine andere Möglichkeit vielleicht finden können, ich weiß nicht. Aber die Kette ist einfach so wichtig für andere Sachen, das ist das Problem. Aber gut, verboten müssen wir mit leben. So, 2 Karten sind auf 1 gekommen. Der gute Shurit, Stratege der Necrots, ist auf 1 gekommen, der war vorher auf 3. Man hat die Karte zwar eh meistens nur 2-mal gespielt, allerdings ist es ein ziemlich harter Nerf für Necrots und das finde ich immer gut, das ist halt das stärkste Thema gewesen und ohne den Shurit dürfte da auf jeden Fall ja, ein bisschen was sich gebessert haben. Necrots ist nicht tot, auf gar keinen Fall, aber es ist schon ein starker Nerf und das finde ich absolut berechtigt. Shurit war schon ziemlich wichtig. Und die andere Karte ist ein wenig überraschend. Trishula, Drache der Eisbarriere, war seit Urzeiten verboten, ist jetzt wieder erlaubt und ist ähnlich wie der Trish von Necrots, der Effekt. Wenn diese Karte als Synchrobeschwörung beschworen wird, du kannst diesen Effekt aktivieren, verbanne bis zu 3 Karten deines Gegners, hier eine von seiner Hand, seiner Spielfeldseite und seinem Friedhof. Die Karten in seiner Hand werden zufällig bestimmt. Die Karte ist mega stark, aber nicht so heftig broken, dass man sie unbedingt verbieten müsste. Dass die Karte auf 1 ist, finde ich okay. Sie ist schon verdammt stark, aber ich meine, ich habe auch bei Gojo-Wächter und so gesagt, dass es nicht so schlau ist, die Karten wieder zu erlauben und im Endeffekt war es dann da auch okay. Ich denke, dass Trish jetzt nicht so viel verändern wird. In Wasserdecks wird sie auf jeden Fall gespielt werden, falls man halt auf Synchros gehen kann, was da halt oft der Fall ist. Trish ist auf jeden Fall sehr stark, boostet halt nochmal die Wasserdecks und ich denke nicht, dass sie jetzt so hart Game-Breaking sein wird. Sie hat auf jeden Fall einen sehr guten Effekt und man kann ihn nicht ganz so leicht verarschen wie den von Necrots Trish. Denn
Der Effekt ist so geschrieben, du kannst diesen Effekt aktivieren, verbanne bis zu drei Karten deines Gegners. Das heißt, der Gegner muss nicht unbedingt eine Karte in seiner Hand haben, einen in seinem Friedhof haben und einen auf seinem Feld haben. Er kann auch einfach nur was im Friedhof haben und in der Hand auf dem Feld gar nichts. Man kann den Effekt trotzdem aktivieren. Das macht ihn ein bisschen besser vom Effekt her. Und ja, die Karte ist jetzt auf 1. Ich kann damit leben, warum nicht? So, zwei Karten sind auf 2 gekommen. Nämlich erstens der Atlantische Dragonair, der war vorher auf 1. Ein schöner Boost für Mermaids. Und auch der Trish ist natürlich ein schöner Boost für Mermaids. Ja, Wasserdecks werden ein bisschen stärker. Kann ich mit leben. Mermaids ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsthema, aber ja, mit den heutigen Metadecks kann es nicht mithalten. Also ist ein Push auf jeden Fall nicht so schlecht. Und damit kann ich absolut leben. Die nächste Neuerung ist die Drachenschlucht. Die ist nämlich jetzt auch auf 2. Sie war vorher auf 1, was ich absolut nicht verstehen konnte. Die Dragon Ruler sind verboten. Warum ist die Karte noch auf 2? Ganz ehrlich, die Kombos, die man jetzt heutzutage noch mit der Drachenschlucht machen kann und mit diversen Drachendecks, sind nicht mehr so broken wie damals. Warum kann man sie nicht einfach wieder auf 3 setzen? Ist ein schöner Weg, dass sie sie jetzt zumindest auf 2 gemacht haben. Aber komm, die 3 ist absolut berechtigt. Macht sie bitte auf 3. So, und das war's im Prinzip schon, denn die letzten 6 Neuerungen sind alle vollkommen Wayne. Die erste ist aufblühende Blumenzwiebel, war auf 1, jetzt ist auf 3. Die Karte kann nur einmal pro Duell verwendet werden, der Effekt von ihr, und dementsprechend ist es scheißegal, ob die Karte auf 1 oder auf unendlich ist, jeder will sie nur einmal spielen. Unheilverkündende Schlange hat genauso wie Tempel der Könige, Austausch des Geistes und Finsteriakbomber eine Errata bekommen, einen neuen Effekt. Die Karten sind dadurch nicht mehr broken, deswegen kann man sie ruhig auf 3 setzen. Die Karte waren alle auf 1, jetzt sind sie auf 3. War klar, musste so kommen. Und die letzte Neuerung, gesegnetes Schwert der 7 Sterne. Die Ruler sind verboten, warum sollte man die Karte limitieren? Macht keinen Sinn. Ja, was war es mit der Bandlist schon? 12 mickrige Neuerungen, beziehungsweise 6 mickrige und 6 bisschen interessante. Ich hätte mir gewünscht, dass noch von anderen Metadecks ein bisschen was genervt wird. Shadow-Konstrukt auf 1 wäre doch schon mal eine Maßnahme gewesen, aber gut. Ist nicht gekommen, waren noch diverse andere Sachen noch im Kopf, die man hätte ändern können, aber gut, es ist eine mickrige Bandlist. Ich habe mich gar nicht so sehr drüber aufgeregt, muss ich sagen. Aber gut, es ist halt nicht viel passiert, worüber man sich drüber aufregen kann. Ich hatte halt Angst, dass sie wieder irgendeine OP-Zauberkarte erlauben. Ich meine, aktuell ist es ja so Standard, dass sie eine verbotene Karte wieder zurückholen. Trishula ist mir jetzt ziemlich egal, ehrlich gesagt. Wobei sich zeigen wird, inwiefern der jetzt zu stark ist. Ich denke mal, er wird die anderen Optionen der Synchro-Beschwörung auf dieser Stufe hier in Wasserdecks ziemlich zurückstellen. Man wird jetzt wahrscheinlich nur noch auf Trishula gehen, wenn man kann, aber was soll's? Gibt's genug andere Fälle, wo das ebenso ist mit irgendeiner anderen Karte. Also, ich kann damit leben. Ansonsten ist die Bandlist von den Änderungen her eigentlich okay. Die Kette stört mich extrem, aber ansonsten alles gut. Drachenschlucht muss auf 3, dürfte jedem klar sein. Und die anderen Neuerungen waren obvious, dass die Karten alle auf 3 kommen. Ja, muss man nichts zu sagen, oder? Dass die Karten limitiert waren, war lächerlich. Aber es ist halt so, wenn man eine Karte, die verboten war, wieder erlaubt, muss man halt gucken, dass man sie erst auf 1 setzt, weil wenn irgendein Spieler irgendeine Broken Combo damit zustande bekommt, dann kopiert das jeder andere und dann wird diese Combo wieder broken. Und die ganze Errata war hinfällig und die Karte muss wieder verboten werden. Deswegen muss man halt aufpassen und vorsichtig agieren. Denn ja, es wäre ziemlich lame, wenn eine uralte verbotene Karte eine Errata bekommt und dann wieder broken ist. Ja, deswegen ist das heute so mit der Bandlist. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und ihr könnt in den Kommentaren diskutieren. Ich werde mir auf jeden Fall alles durchlesen und eure Meinung mit euch ein wenig diskutieren. Bis bald, ciao.